Ja, genau. Und jetzt ein Steak. So. Flöre. Ach, hatten wir doch. Mach. Ich wollte das so. mitnehmen. Oder mit er meckern. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Sonst noch was? Hier ne? Kannst du nicht hier noch so ein Barhocker irgendwie? Ich meine, wie die gebaut sind, ist ja auch sehr geil. Roter Vorhang. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Ganz bestimmt, unbedingt. So, haben wir noch mehr? Lonzo haben wir, den Umhang haben wir. Gut, dann haben wir alles. So. Ja, Dartpfeil und ein Schild haben wir jetzt. Okay, jetzt habe ich wieder einmal zu viel Escape gedrückt. Weiterspielen! Zur Gasse. So. Aber immerhin macht er die Tür immer fleißig hinter sich zu. Dann können wir hier noch zur Notfallstation. Gehen wir mal zur Notfallstation. Oh, beil dich, ey. Die Notfallstation macht Mittag? Na toll. Und was, wenn es einen Notfall gibt? Mein nuklearbetriebener Satellit könnte auf Kuwak stürzen. Oder die Grizzlies sich aus meinen Laufrädern befreien. Denkt denn niemand mit? Ja, du am allerwenigsten, mein Gottstar. So, wieder ab nach draußen. Dorfkern, Doppelklick, siehste, wusste ich so. Was haben wir hier noch? Rohr. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen. Oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Fluchtplan. Wofür sollte ich mir flüssiges... ich will gar nicht drüber nachdenken. Was haben wir hier noch? Hahn des Wassertanks. Ja, geh mal ganz gemächlich dahin. Keine Ahnung, einfach mal dran ziehen an dem alten Ding. Mal gucken, was passiert. Zum Wassertank. Können wir auch noch gehen. Wo ist er? Jetzt ist er weg. Kommt der nochmal irgendwo? Ah! Okay, jetzt haben wir Wasser da unten reingelassen. Auch nicht schlecht. Zum Dorfzentrum. Hatte ich hier nicht noch eben... zum Wassertank oder so? Boah, kann man damit... Okay. Das wird bestimmt wieder irgend so ein Spiel, wo man hier irgendwas reinstecken soll oder irgendwas. Und dann muss man hier irgendwas anderes. Hier, Schornstein soll man bestimmt und... Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Ja, da geht's bestimmt darum, die Klappe zu entfernen. Und ja, wollen wir mal gucken. Wo geht's dahin? Das vor das Stadttor. Dorfzentrum. Ja, ins Rathaus, ne? Würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Rathaus. Mit Doppelklick, dann ersparen wir uns den Weg. Alter, was sind das für Menschen? Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Okay. Was haben wir hier alles? Ja, Automat, Hebel. Ziehen wir mal am Hebel. Wartenummer? Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Und seine Glückszahl ist bestimmt 666. Ich hasse Schlangen. Ja, ich auch. So, was haben wir noch hier? Da können wir nochmal gucken. Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Und was? Lotti. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Ja, mal mit Lotti sprechen. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ja, ein schöner. Wo ist die Frau aus Elysium? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen hier alle helfen. Pff, Flätzchen. Äh,
Okay, ich will zum Bürgermeister. Auf jeden Fall ganz schnell weg. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich ausnahmsweise vorlassen? Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Okay, dann halt nicht. Aber die Schlange bewegt sich ja gar nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Jawohl, verstanden. Bin ich jetzt dran? Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Okay. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Okay, dann hau ich wieder ab. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Lass ich schon nicht. Lobo. Selten so dämliche Hüte gesehen. Gonzo. Selten so dämliche Hüte gesehen. Und Mietschek. Selten so dämliche Hüte gesehen. Und wer ist das hier? Ach so, können wir nicht. Was zum Sitzungssaal? Büro des Bürgermeisters, Poststelle. Okay, ich würde sagen, erstmal die drei hier. Der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Das Rufus? Grinsen sagt Rufus. Alles. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Mein Baby gehört zu mir. Wie klischeehaft. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wie komme ich denn zum Bürgermeister? Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Nee, ihr könnt mich aber vorlassen. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Ja, gerne. Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Ja, ist klar. Ja, gut. Im Ernst, ihr lasst mich vor. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Warum halb traurig? Na okay, wo ist das Mädchen jetzt? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Alter, was die alle mit der Frau vorhaben, ist ja unglaublich. So, nette Hüte, Jungs. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Oho, wird Zeit für die Beerdigung, hätte ich beinahe gesagt, für die Scheidung. So, ich hau ab. Ich verschwinde. Gut, und zwar versuche ich jetzt, mich hier einfach mal in die Poststelle zu schleichen. Erstmal so ganz klein heimlich. So. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Ach bis so. Wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Jawohl, Tyrannosaurus. Sitzungssaal. Ach, da komme ich hin.
Ja. Wohl, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Dr. Gonzo, Gizmo, Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie, was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Oh, ist das geil. Ich feiere die Typen gerade. Das ist ja wohl. Ich wollte die ganze Zeit schon hören. Was läuft da eigentlich im Hintergrund? Ist das Russisch? Auf jeden Fall. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Ja, ach so, an seinen besten Tagen. So, können wir mit ihm nochmal schnacken? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müsste sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ja, man sollte ihr auch nicht unbedingt Ritalin oder Dormicum geben. Ich werde sie retten. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr? Ich will einen Notfall melden. Können Sie einen Augenblick allein lassen? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Ja, aber ich bin noch nicht fertig mit dir hier so. Ich werde sie retten. Ich werde sie retten. Ha, viel Glück. Danke. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? Ja. So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Nee. Was kann ich gleich noch tun, um sie zu wecken? Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr! Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Ach so, na okay. Ich möchte einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Ich habe dieses Zwicken im Rücken. Feuer, Diebstahl. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Feuer?
Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Okay.